Vor kurzem habe ich ein Schreiben bekommen. Da meinte jemand, ja, ich hätte es gerne wieder so wie vor 10 Jahren. Ich habe vor 10 Jahren angefangen zu praktizieren. Da war ich 14 Jahre alt gewesen. Und da bin ich zu einem Vortrag von dir dort und dort. Und da kam auch der und der und dies und das und so weiter und so fort. Warum macht ihr das nicht mehr? Die Antwort ist ganz einfach. Die Verantwortung liegt bei der Umma. Möge Allah mir mehr Kraft geben, aber ich versuche so gut wie ich kann, das zu tun, was ich kann. Ich versuche so gut wie es geht, das zu tun, was ich kann. Möge Allah mir Ikhlas dabei geben, ich kann mir nichts davon kaufen, am jüngsten Tag, wenn ein Stück von Riya dabei ist. Aber das Problem ist folgendes. Und ich habe dann gefragt, was war denn damals anders? Ja, und ich habe das dann selber beantwortet. Was damals anders war, war, wir konnten jede Woche in einer anderen Moschee einen Vortrag machen. Wir konnten jeden Monat irgendwo in einer Halle einen Vortrag machen. Wir konnten jeden Monat irgendwo draußen im Freien etwas machen. Und wir konnten, und die Street-Dawa haben viele mehr mitgemacht. So, das war anders. Und die meisten Leute, die heute ihre komischen Fragen haben und Zweifel in der Religion haben, auf diese ganzen 90% der Zweifel, da muss ich immer nur ein Video schicken. Bum, bum, bum. Und wurde schon beantwortet. Vor kurzem wurde mir die Frage gestellt, warum hat Allah die Hölle erschaffen? Wenn doch da, das hat man irgendwo gehört, dieses schöne Argument. Wenn er doch weiß, dass die meisten in die Hölle gehen werden. Habe ich ein Video vorgemacht vor 6 Jahren. Konnte ich direkt weiterschicken. Warum gibt es Leid auf der Welt? Alles diese Scheinargumente. So. Aber nicht jeder weiß, wo er Antwort auf die Scheinargumente findet. Und früher sind viele Prediger von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt gegangen, konnten Seminare machen, konnten Predigten halten. Das ist nicht der einzige Punkt. Nicht, dass man mich falsch versteht, aber ich gebe nur einen Aspekt, den ich hier mitgeben kann. Warum ist das heute nicht mehr so? Warum geht das heute nicht? Man kann keine Moschee schließen, weil ich einen Vortrag darin mache. Das geht nicht. Aber das ist das Problem, was unter den Leuten erzählt wird. Die lieber nicht, wir wollen keine Probleme kriegen. Ihr müsst auf Angst, es geht ja nicht um mich, du brauchst nicht mich einzuladen. Lade von mir aus jemand anders ein oder fange an, etwas Effektives zu machen. Ich sehe es doch an eigener Haut. Die Verantwortung ist nicht nur einfach, eine Moschee zu bauen. Da können wir ein Restaurant bauen mit Gebetsraum. Die Verantwortung ist da, etwas zu verbreiten. Der Prophet, die Moschee, die er gemacht hat in Medina, da hat er eine Generation ausgebildet mit Wissen, mit Motivation für die Religion, mit Enthusiasmus für die Religion. Wo ist das heute? Das ist das Problem. Viele Moscheen sind keine Lösung des Problems. Und das ist ein Aufruf. Schickt dieses Video an die ganzen Moscheevorstände. Das soll ein Weckruf sein. Sind keine Lösung des Problems, sondern ein Teil des Problems. Wenn du denkst, ich habe ja etwas gemacht, guck mal, der Scheitan ist sehr, sehr hinterhältig. Sehr, sehr hinterhältig. Er versucht, dich erstmal in den Schirk reinzubringen. Wenn er nicht schafft, dich in den Schirk reinzubringen, in Bidda. Wenn er nicht schafft, in Bidda, dann in große Sünden. Wenn er nicht schafft, in große Sünden, in kleine Sünden. Wenn nicht in kleine Sünden, dann versucht er dich von besseren Taten abzuhalten. Und so kommt er oft dann dahin. Hey, du hast so eine Moschee gebaut. Einschläfern. Siehst du? Ja, okay. Wofür haben wir eine Moschee gebaut? Dass wir uns dort treffen, dass wir dort beten. Das ist nicht die einzige Funktion. Und jeder dort wartet. Jeder, und für die Leute im Ort, wartet nicht, bis die was machen. Macht selber was.